jeden Andacht. Wir haben uns jetzt hier versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es gibt zwei Monate, besonders an Maria denken, der Mai, die Maiandacht, Oktober, der sogenannte Rosenkranzmonat. Deshalb darf es nicht speziell eine Rosenkranzandacht, die Andacht steht in der Überschrift Hören und Glauben. Denn Hören und Glauben, das gehört für mich zusammen. Und der Apostel Paulus sagt in einem seiner Briefe, Glaube kommt vom Hören. Glaube, wir verwenden es oft in unserer Sprache, hier im Deutschen, aber in unterschiedlichen Bedeutungen. Wenn mir jemand sagt, ich glaube, morgen regnet es nicht, dann würde ich trotzdem mal vorsichtig sein und die schön mitnehmen. Denn dieses Glauben ist so, er weiß es nicht ganz sicher, er vermutet es. Oder wenn mich jemand fragt, welcher genügt alle wie viel Zeiteinheiten für einen 35er Bus, dann kann ich sagen, ich glaube alle 20 Minuten, aber so nach dem, was dazu gehört, schaue ich lieber noch einmal nach. Dieses Glauben vermutet, aber wir sagen gar nicht Glauben. Anders ist es, wenn ich jemandem sage, ich glaube dir. Und dann schicke ich jemandem Vertrauen, dass er mir zum Beispiel die Wahrheit sagt. Wenn jemand sagt, geh deinen Weg und wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei mir, ich werde dir helfen, ich werde da sein. Dann kann ich diese Worte hören und ihnen Vertrauen schenken. Ich gehe meinen Weg und ich glaube dem seiner Zusage, wenn ich dann Hilfe brauche, dass er mir auch helfen wird. Da verlasse ich mich auf ihn. Beim Wegeschirr nicht, da er. Wenn jemand sagt, ich liebe dich, dann geht es sogar bis ins Herz hinein. Dann ist es eine Herzenssache. Und wenn zwei Menschen gegenseitig ihre Liebe kundtun, dann ist es auch eine Basis für eine gemeinsame Zukunft. Dann vertraut man einander, dann glaubt man aneinander. Und das ist eben kein Vermutung mehr. Da ist eine Basis da, ein sich verlassen auf den anderen. Und das kommt auch dem Glauben nahe, vom lateinischen credere, credo. Ich glaube, das kommt vom Chor dare, sein Herz geben. Also, ich gebe mein Herz jemandem, ich schenke dir mein Herz. Glauben ist eine Herzenssache. Glauben entsprechend auch das Fundament in der Religion. Gott wirkt sich auf mein Leben aus. Glaube ist was Individuelles. Jeder glaubt auf seine, auf ihre Weise. Hören, glauben, Worte hören, ihnen vertrauen und Glauben schenken. Darum wird es heute Abend gehen und stimmen wir uns nun ein mit dem Lied unter Nummer 448. 448, die Strophen 1 bis 4. 448, 1 bis 4. Thank you.
Glaubende. Es steht nicht viel über Maria in der Bibel. Sie war die Mutter Jesu. Viele Aussagen, viele Glaubenssachen sind der Volksfrömmigkeit entsprungen. Wir wollen heute Abend anhand zweier Bibelstellen, alle aus dem Lukas-Evangelium, eben über Maria und ihr Hören und ihren Glauben nachdenken. Am Beginn des Lukas-Evangeliums lesen wir von der sogenannten Verkündigungsszene und dem Besuch Marias bei Elisabeth. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn Jesu gebären, dem sollst du den Namen Jesu geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie den Engel. Und so machte sich Maria in diesen Tagen auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Eine Stimme unter vielen Stimmen. Sie
Männer. Sie glaubt den Worten des Engels, sie lässt sich rufen und sie vertraut den Worten Elisabeths. Selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen muss. Maria kam vom Hören zum Glauben. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde.
Maria aber bewahrte alle diese Worte, abwägend und nachdenkend in ihrem Herzen. Sie bewahrte abwägend, nachdenkend in ihrem Herzen. Das ist für mich so ein, ich nenne es mal, Dreischritt des Glaubens. Da heißt zunächst, Maria bewahrte alles, was geschehen war. Und das ist für mich auch ein erster Schritt zum Glauben, das zu bewahren, was wir mit Gott und durch ihn mit Menschen erlebt haben. Bewahren, das heißt, das, was mir wichtig ist, aufbewahren, dass es sich nicht verflüchtigt, es darf nicht im Alltäglichen untergehen. Und Maria bewahrte es in einem ganz wichtigen Ort, in ihrem Herzen. Und das Herz, dieser Sitz des Lebens im Herzen bewahren, bedeutet, sein Leben durch das Bewahrte prägen zu lassen, das, was ich mit Gott erlebt habe, was mir Menschen oder was mir Menschen vor Gott erzählt haben, dass dies mein Leben prägen darf und prägen soll. Bewahren und im Herzen bewahren. Und es heißt, abwägend, nachdenkend. Es heißt immer wieder, dass Maria über all das nachdachte. Wir haben es bei der Verkündigungsszene gehört. Sie hat nachgefragt, wie soll das, was soll der Gruß bedeuten, wie soll das alles geschehen? Glauben heißt eben auch, mit dem Denken und der Vernunft zu ergründen. Maria hat nachgefragt, wie es geschehen soll. Glauben bedeutet also auch, darüber nachzudenken, Gott will unsere freie und überlegte Entscheidung zu ihm. Bewahren, im Herzen bewahren, über all das auch nachzudenken, es im Herzen erwägen. Glaube ist wie eine Beziehung, ein Beziehungsgeschehen, Gott Mensch, Mensch Gott, es ist aber auch wie in den Beziehungen auch brüchig. Und das verschweigt die Bibel auch nicht bei Maria. Wenn man überlegt, es wurde ihr vieles erzählt über dieses Kind, was sie empfangen wird, was sie gebären wird, von den Engeln, von Elisabeth, von den Hirten, von dem Weisen Simeon. Und dann bei Jesus geboren. Und dann geschah fast 30 Jahre lang nichts. Er arbeitete als Handwerker, als Zimmermann. Sie wird sich schon mal gedacht haben, was ist jetzt mit den ganzen Weissagungen von damals? Vergessen wird sie sie nicht haben, sie hat sie im Herzen bewahrt. Und dann kam der abrupte Bruch nach der Taufe Jesu bei Johannes, bei der Taufe in Jordan. Dann wird er Wanderprediger. Er fühlt sich von Gott berufen, geliebt als der Sohn Gottes. Er geht, erzählt vom Reich Gottes, Menschen spüren eine unheimliche Nähe Gottes durch ihn. Es kommt aber oft zu Streitigkeiten mit Schriftgelehrten, mit Pharisäern, eventuell auch die Gefahr, dass er politisch angeeckt und verfolgt wird. Die Sorge der Mutter, wie geht's ihm, warum macht er dies? Er bringt sich oft in Gefahr. Und es wird in der Bibel erzählt, dass Maria und ihre Verwandte einmal hingehen, wo sie wissen, da in dem Haus ist er, um ihn zurückzuholen, denn sie dachten, er ist von Sinnen. Maria hatte es nicht einfach. Aber das, was mal verkündet wurde, von ihr im Herzen bewahrt, geglaubt wurde, das hat sie vermutlich getragen. Sie musste ihren Sohn gehen lassen. Sie hat ihn begleitet in Gedanken, im Gebet. Vielleicht hat gerade das, was ihr damals erfahren
Diese vielen Botschaften dann doch geholfen, bei aller Brüchigkeit des Glaubens das Vertrauen nicht zu verlieren. Bewahren, im Herzen bewahren, über das bewahrte Nachdenken so vielleicht tiefer zum Glauben zu kommen, das wünsche ich uns, dass wir wie Maria diesen Dreischritt des Glaubens gehen können, ihn gehen können, immer wieder neu. Amen. Singen wir das Lied unter Nummer 893, 893. Ich singe den Klärvers einfach vor, sie wiederhole ihn und dann singe ich einzelne Stufen. 893. Stände vor.
Gott, unser Leben ist geprägt von Hören, von Wahrnehmen, von Vertrauen und Glauben, von Enttäuschung, von Hoffnung und Angst. Mit dem Glauben Marias und ihrem Vertrauen kommen wir nun zu dir, O Gott, und bitten und beten. Wir beten für all die Familien, in denen Zusammenleben gelingt, in denen man streiten und sich versöhnen kann. Wir beten für die Familien, die nicht mehr miteinander zurechtkommen, die sich gegenseitig aus dem Weg gehen, die keine gemeinsame Zukunft mehr sehen. Gott, wir beten für die Väter und Mütter, die im Stillen ihre Kinder weinen. Und wir beten für die Kinder, die im Stillen um ihre Eltern weinen. Wir beten für die Menschen, die in gegenseitiger Liebe gemeinsam durchs Leben gehen und für die, deren Liebe zerbrochen ist. Wir beten für die Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten, vor allem für die Frauen und Kinder, für die, die auf der Flucht sind, die einfach nur Sicherheit möchten. Hören. Viele Stimmen dringen täglich auf uns ein. Beten wir dafür, dass wir die Stimmen, die uns angehen, nicht überhören. Glauben. Wir leben von Vertrauen, von dem Wort, ich glaube dir. Wir beten um Mut, Vertrauen zu geben und Vertrauen anzunehmen. Wir beten für die, die glauben können und für die, die sich nach Glauben sehnen. Wir beten für alle Kranken, die Einsamen, die Mutlosen, für die, die keinen Sinn mehr sehen. Wir beten für uns selbst. Und wir beten in Stille für all das, was unser Herz bewegt. Legen wir all dies hinein in das Gebet, welches Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führen uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wenden wir uns mit all dem, was unser Herz bewegt, auch an die Mutter Jesu, mit dem Wechselgebet auf Seite 2. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Wir können nur staunen, wie mutig du zu Gott gereist bist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Freude. Wir bewundern, wie du dich über Gott gefreut hast. Gegrüßet seist du, Maria, voll des Glaubens. Schau auf zu dir, weil dein Vertrauen endlich groß war.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Hoffnung. Wir wünschen uns deine Zuversicht, gerade in Sorgen und Problemen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Liebe. Wir danken dir, dass du uns Jesus geboren hast und ihn auf seinem Leben begleitest. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Wir danken dir. Singen wir nun das Lied unter Nummer 446, die Strophen 1 bis 4. 446. Thank you.
begleite, stärke und behüte uns, der uns liebende und mitgebende Gott, er, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Danke Ihnen fürs Kommen, fürs Mitfeiern dieser Marienandacht, danke allen, die mitgestaltet haben. Ich wünsche uns immer wieder den Weg vom Hören zum Glauben, gerade eben im Blick auf Maria, unsere Schwester im Glauben, und grüßen wir sie noch einmal in einem Lied unter Nummer 530, Maria, Mutter unseres Herrn, 530, die Strophen 1 bis 4.